Gucken wir doch mal rein, was hier gebastelt wurde in diesem wunderschönen Video. Leute, Evo hier und willkommen zu diesem Video. Hey, Evo! Evo war mein Spirit Animal vor Bletten. Oh ja, schön, dass wir... Das kann nur eine fantastische Folge werden. In der heutigen Folge, Niklas versucht zu driften. Oh, Niklas hat auch sein Dings umgebaut, sein Overlay. Das ist jetzt auch gerade in Mode. Niklas macht die schreiende Bergziege. Porsche. Und Niklas überlebt. Leider. Oh, Leute, what? Leider vor allen Dingen. Aha, die alte Rivalität. Wunderschön. Ja, das klar bei euch. Ganz schön lange her. Grüße euch herzlich im 21. Jahrhundert. Es hat auch nur 35 Tage gedauert. Oh, hier sind die Sterbenschmolter. Unfall! Ich bin tot. Da vorne ist tot, da vorne ist... Also wenn wir jetzt hier mal analytisch in diese Situation ist reingehen. Jahrhundert, es hat auch du, Niklas, wir kommen 35 Tage gedauert. Ja, nee, finde ich gut, dass du Pause hattest. Also, oh, Mavix kommt durch. Unfall! Jetzt müssen wir ja ganz kurz überlegen, wie war nochmal Shiro? Shiro schreit ganz laut, ab hier schon Unfall. Also er weiß ja eigentlich im Grunde genommen schon, was passiert, okay? Wir gehen kurz weiter. Shiro steht immer noch voll auf dem Gaspedal. Voll! Immer noch. Und jetzt geht er runter, nachdem er schon das dritte Mal Unfall geschrien hat. Voll. Denkt sich so, gut, nee, bremsen muss ich nicht, ist auch scheiße. Jetzt, oh, naja, ein bisschen können wir ja. Nee, wir gehen doch wieder runter, aber wir bremsen danach. Währenddessen haben wir ungefähr 8 Mal Unfall geschrien. Nur ist die Frage, Shiro, falls du das hier gucken solltest, du wirst ja im realen Leben auch ein Fahrzeug bewegen, oder, Shiro? Nehme ich mal an. Ich hoffe, dass deine Reaktionszeit im realen Leben etwas schneller ist. Weil das gibt mir wirklich zu bedenken, nach 5 Mal Unfall noch nicht einmal die Bremse betätigt. Nun. Tot. Ich bin tot. Da vorne ist tot, da vorne ist tot. Da ist ein totes Nitro. Was war das bitte gerade? Ich bin tot. Oh, no. Das wäre richtig gut gewesen. Oh, was für ein Bremsen. Digga, sie fliegen, ja. Gumball, falls du das hier siehst, wir müssen mal einen Podcast. So langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Ehrlich. So langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Kein Geschreie, diese emotionale dass du so gefestigt bist, emotional, macht mir wirklich, ich mache mir Gedanken, Gumball. Können wir darüber uns mal unterhalten? Ich möchte dich hiermit offiziell einladen auf den Podcast, weil ich weiß nicht, wo ich dich anschreiben soll. Aber das kriege ich bestimmt noch hin. Ich mache mir wirklich Sorgen, Gumball. Wenn ich mir diesen Clip hier schon wieder ansehe, der alte Gumball, der wäre, meine Katze verdeckt die Taste. Wenn ich mir diesen Clip hier ansehe, nur dieses freche Grinsen. Kein Geschreie. Was für ein Bremsen. Digga, sie fliegen, ja. Gumball, ich mach mir wirklich Sorgen um dich, Gumball. Junger Padawan. Aber ist schön, also schön ist es alle Male, weil dann fliegen uns nicht mehr die Ohren weg. Nicht? Lass mal, wir müssen mal drüber reden. Alle ungebremst vorbei, Hilfe. Ja, weiter geht's. Bro, wer ist jetzt Marco? Jungs, was ist mit euch? Oh, Alter, wer fährt mir denn hier rein? Ich stehe auf der Wiese. Ach, ich bin komplett tot. 1:20, ey. 1:20. All damage is repairable. Mann, ey, ich hab so gut überlebt, Mann. Ich war wie so ein Ninja, Alter. Ich bin links, rechts, über, oben, unten, überall. Du bist so ein Ninja. Junge, ich bin überall. Das war richtig geil. Junge, das war richtig Big Red-Style. Da ist einer auf der Wiese. Ja, ach du Sch... Aha, Gamma. Oh, geil. Die Leute haben so Schaden. Aha. Da wurde also mit Audiotechnik gespielt. Mhm. Da wurde was weggeschnitten. Gar nicht. Ich schaff bald sein, hier noch in Runde 2 denselben Schaß nochmal zu machen. Digga. Was ist das für ein Rejoin gewesen von diesem komischen Ampelmann? Man zieht hier gerade irgendwie meinen Reifen an der Stark nur. Du, da machst du dir Sorgen am Anfang von dem Video und dann kommt Gumball und ja, liefert doch wieder. Hast du gut gemacht. Yo! Yo! Hä, hey, das ist sogar Basti. Wo Basti kegelt? Das war Basti. Oh, Vorsicht. Alter, das hätte gepasst. Muss nicht schmecken, muss wirken. Einfach aus dem GT.
passieren. Stimmt, deswegen hatte ich heute auch 6 Eier zum Frühstück. Aber ich bereue es, ich habe es wirklich eine Dreiviertelstunde später habe ich es bereut, nach der ersten Zündung. McLaren, was macht ihr da? Der Bremen. Ihr seid Free Ride right, übrigens. Nee, ich weiß. Jetzt nicht mehr. Oh Leute, what? Ach Mann! Was ein Fisch. Ja, vorne rein. Oh, ich bin... Ich meine, Big Red ist ja wirklich auch so ein... Ist das hier Big Red gerade? Sieht so aus, ne? Wie sind so da die Driving Standards? Minus 20 oder so? Also geht man da rein zum Kegeln? Ja, also man nimmt doch in diesem Rennen eigentlich nur teil zum Kegeln, oder? Um rauszufinden, wie fährt sich ein Fahrzeug mit Damage. Oder, Mochi? Er wechselt einfach dreimal die Dini. What the f***? Marco, ich komme. Hast du Angst, Barcelona-Flashback? Ja, oh, stimmt, wo das gerade rausgepiept wurde. Ich wurde heute auch von YouTube ermahnt wegen Strong Language. Wisst ihr, ich habe da nämlich was gesagt und das kann ich jetzt leider auch nicht wieder, das müssen wir danach machen, weil das kommt ja hier bei YouTube. Das erinnert mich bitte dran, nach dem Video löse ich auf, wofür ich eine Ermahnung bekommen habe. Oh ja, tot. Wow! 20 FPS. Hey, Schiebung! Marco hat mir eine Banane vors Auto gelegt. Nee, ich bin später, die ich hab vergessen. Ja! Mach da den Max von Barcelona! Ja! Hat keiner gesehen? Fahren wir weiter. Wir tun so, als ob das nie passiert wäre. Ich wollte erst so tun, aber dann ging meine ABS nicht mehr. Ja. Du hast aber 20 Meter zu spät gebremst. Junge, BMW ist halt so. Ja, die crashen! Oh nein, der crasht! Was? Oh, die crashen! Oh, der crasht! Ja. Alter, war das knapp! Oh, Junge. Wind im richtigsten Comeback. Ins Leben. Ey, du weißt, Niklas, du warst 35 Tage nicht da. Und jetzt jodelst du dir ein, weil du Big Red gewonnen hast? Das Einzige, was uns, was wir aus diesem Video bis hierhin gelernt haben, ist, dass du einfach nur Ninja bist. Das heißt nicht, dass du fahren kannst. Du bist einfach ein Ninja. Zitat Ende. Dims. Hier ist dein Marco tot. Du, gute Hitbox auf jeden Fall vom Mustang, würde ich sagen. Lol, der hakt ja mit dem Heckflug über Marco ein. Ach so, wo er Noah erwischt hat. Das war Noah? Das war Noah. Ups. Ich kann mir schon die schreiende Ziege da vorstellen. Ja, da war ich. Jansky ist halt echt immer verlassen, ne? Vielleicht einen Meter zu spät auf der Bremse. Siehst du, ich brauche gar nicht mehr so viel Scheiße. Und. Oh, hohoho. Ich wollte gerade sagen, Krodonas, ich möchte ganz kurz Krodonas zitieren aus dem Podcast. Eine Sekunde. Krodonas hat nämlich unter das Jansky-Video was geschrieben. Ich hoffe, ich finde das jetzt auf die Schnelle. Wo ist es denn? Eine Sekunde, lassen Sie mich suchen. Ich hab's gleich. Mann, ihr kommentiert so fleißig, das ist schön. Ihr wundervollen Menschen, danke. An der Stelle. Nee, hier ist es nicht. Wo ist denn hier? Ich brauche mal Jansky sein Gesicht. Das war einer der letzten Kommentare, die hat Krodonas geschrieben. Oh, Mensch, jetzt will ich einmal was zitieren. Wir machen es einfacher. Wir gehen. Ja, doch, man muss auch einfach nur mal lernen, mit der App umzugehen. Hier ist Krodonas. Aha, der Kerl, der meinen Ruf zerstört. Huch, interessanter Podcast. Und Jansky ist ein super cooler Typ. Krodonas, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob unbedingt Jansky deinen Ruf zerstört hat. Oder ob es nicht eventuell deine fahrerischen Kenntnisse sind, Fähigkeiten. Das Problem ist, und da möchte ich jetzt nämlich Krodonas auch mal in den Schutz nehmen, und zwar nicht nur Krodonas, sondern alle, weil das nämlich relativ häufig unter den Videos steht und da sehr viel Unmut entsteht. Dieser Unmut ist nicht berechtigt, denn Menschen wie beispielsweise Krodonas, und das ist jetzt, weil ich den Kommentar vorgelesen habe, Krodonas fährt unter der Woche, lass mich mal lügen, 30 bis 40 Rennen. Die Zusammenschnitte, die wir hier sehen, sind... Also wenn er mal 2, 3, 4 Mal auftaucht, ist das echt nicht viel im Verhältnis zu dem, was gefahren wird. Das heißt, solche Compilations, wenn wir uns die angucken, die sind nicht repräsentativ für die Driving Standards, die da herrschen. Jansky hat natürlich eine wundervolle Aufgabe, jede Woche ein Video zwischen 8 bis 10 Minuten zu machen, wo wirklich nur die Creme de la Creme drin ist. Ne? Aber Piano, wenn man immer die Leute angeht, dass sie nicht fahren können. Weil ich denke mal, Krodonas wird schon so... besser fahren als so ungefähr 95 bis 98% der meisten Fahrer, die an Rennen teilnehmen. Also,
Polzefon. Dein Ruf ist trotzdem zerstört, das ist richtig, ja. Aber das ist auch seitdem du, muss ich ganz ehrlich sagen, Crodona, seitdem du dir einen reingeleiert hast im Stream, nachdem du, glaube ich, deinen Master fertig hattest, deinen Bachelor, ich bin mir gar nicht so sicher, und mit so ungefähr 3 Oktan auf dem Tank gefahren bist, weiß nicht. Das war so ein einschneidendes Erlebnis in deiner Karriere, wo wir uns wirklich Sorgen gemacht haben, ob du denn jetzt noch wirklich in der Lage bist, vernünftig zu fahren. Aber wer bin ich? Ich möchte da natürlich nicht urteilen. Ich mag dich immer noch. Clip geht raus an Jansky. Oh Mann. Ich habe jetzt so viel reingeschmissen in den Ferrari, jetzt bin ich seriös, Mann. Gibt's gar keinen Content mehr. Lass es einfach über dich hier gehen, ich hab's auch schon aufgegeben. Oh, good luck, have fun, Toten vor dem. Oh, hey, Mike. Ach, Sascha, ich fühle das so sehr. Mein erstes Rennen, Le Mans, gerade wiedergekommen von der Strecke im realen Leben letztes Jahr und habe mit iRacing angefangen und es war die Le Mans-Woche. Und ich war gar nicht mal so schlecht, weil ich war noch in den unteren Splits und habe mich qualifiziert auf P1. Und ich dachte mir so, Mensch, das kann ja nur gut werden. Wir fahren nun also los und wir fahren auf die Schikane drauf zu, Vorstartziel. Was mache ich? Ich fahre völlig selbstbewusst, in dem Wissen, dass meine Reifen kalt sind, übers Curb, drehe mich und bin Letzter. Ich habe das Rennen natürlich nicht gewonnen. Scheiße, hätte ich aber gerne, weil Siege muss man ja auch erstmal einfahren. Aber ich fühle das. Ich fühle das hier. Ah, stimmt. Oh, ich wollte gerade sagen, das wird wieder ein Rejoin. Ich habe keinen TC angemacht. Große Hürde. Oh, oh. Ich habe fast Erik umgelegt. Oh, 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 tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Okay, wir vergessen die Überholmanöver, die waren blöd. Alter. Ja, Leute. Oh, Dennis. Ja, Niki. Alle. Spa ist einfach so eine tolle Strecke. Ich liebe sie so sehr, dass ich sie jedes Mal, egal wo sie dran ist, nicht fahre. So sehr liebe ich sie. Ich kann mich gerade noch fangen. Oh Mann. Ja. Ey, Junge, was ist das denn jetzt wieder? Hold your line. You're in the middle, 3 wide. Still there. Clear right. You're in the middle, clear left. You're in the middle, 3 wide. Ja, weg mit dem! Zeig ihm mal, wie die Hondas funktionieren. Jetzt hört mir bitte ganz genau zu, bevor ihr jetzt wieder gleich Schnappatmung kriegt, ja? Fantastische Strecke, total tolle Historie. Wirklich. Reales Leben, 20.000 Rennen da drauf schon stattgefunden, verstehe ich. Im Simracing. Absoluter Much. Absoluter Much. Wisst ihr auch warum? Wisst ihr, warum das so ist? Ich möchte diese Theorie endlich mit euch teilen. Nach 4 Jahren Analyse von Daten, Selbstteilnahme und Selbstexperimenten habe ich herausgefunden, dass die Strecken, die am bekanntesten sind, wie Spa, Monza, Nürburgring, die zieht förmlich alle Menschen aus dem Simracing an. Und jeder hat genau in dieser Woche das Gefühl, er sei Max Verstappen. Das Gute an der ganzen Sache ist, ja, die meisten Menschen diese Strecken in- und auswendig können, weil sie entweder schon mal vor Ort da waren und jeden Zentimeter dieser Strecke abgegangen sind, sind sie natürlich auch sehr schnell. Und die meisten Leute, die dann nicht so viel fahren, weil sie dann so Strecken wie, nehmen wir mal zum Beispiel, wenn wir iRacing mit reinnehmen, eine Portimao-Woche haben und sich sagen, boah, nee, Portimao ist ja gar nicht mal so geil, finde ich ja gar nicht mal so schön, die lasse ich mal aus, weil da müsste ich ja was lernen, also die Strecke. Dann kommen die Leute immer in dieser Woche, kommen die in die Sparwoche rein und dort denken sie sich, hier mache ich richtig einen los. Da mache ich richtig Alarm, da fahre ich eine 2.15 hoch im Qualifying, da bin ich es einfach. Aber da fehlt es dann meistens so ein bisschen an der Rennerfahrung, weil man hat ja nur die Möglichkeit dann, 3-mal in einer Season zu fahren, in der Theorie. Ich sag's mal so, wenn wir Spa, Nürburgring und Monza mal einfach aus einer ganzen Season eliminieren, wären das sehr wenig Menschen, die da fahren. Macht euch mal Gedanken darüber. Könnt ihr diese Theorie eventuell bestätigen oder verneinen?
meine, ihr habt ja auch alle Selbstexperimente gemacht, aber das ist wirklich Spa, Monster, Nürburgring, kannst du in die Tonne kloppen. Die Woche kannst du dich gleich abmelden. Tschüss. Nichts passiert. Gut gefangen. Ja, oder? Das war ein cleaner Spin, war besser als ein Olden, das Ding. Left side. Clear left. Nee. Nope. Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Nee. Das war mein Platz, Leute. Das war mein Platz. Ah, ich komm nicht in die Lücke. Los, Aston, schieb mich. Hilfe, er schiebt dich, du ehrenloser Hund. Wo ist denn der Topspeed? Das ist einem noch am anderen. Alright. Der hat ja genau durch die Ritze gepasst. Fantastisch. Der hat ja genau durch die Ritze. Das war richtig gut. Das hat mir gefallen. Yo! Nope. Kann aber auch sein, dass ich glaube, ich habe da zu viel angelegt. Ah jo, ist klar. Was stimmt denn mit dir nicht, Bruder? Unglaublich, Alter. Ich fass es nicht. On your right. Hold your line. Boing. Hold your line. You're in the middle. Level round. Left side. Hold your line. Alter! Oh. Still there. Clear left. Oh lol. Das war wirklich mehr Glück als alles andere. Aber es war gut. Es war gut, muss man einfach sagen. Oh oh. Oh no. Oh nee. Das, meine Damen und Herren, nennt sich Rennintelligenz. Das war richtig schlau. Alles richtig gemacht. Ja, oh nee, Erik. Das war schlau. Ich komm nicht klar. Oh no. Och, Blätten. Nee. Blättenmann. Okay, er war es doch nicht. Oh mein Gott, der Ferrari! Klar, Alter. Junge, was... Nein, Dennis, fahr nicht los! Was willst du? Das hat doch vorhin geholfen. Nein! Ich hab jetzt wirklich gedacht, Blätten geht da rein jetzt. Weil der so spät gebremst hat. Oh, ich hab wirklich... Oh. Ich hab wirklich... Oh mein Gott! Ich war der festen Überzeugung, Blätten wird's. Wirklich. Aber muss man sagen, er war es nicht. Ferrari. Klar, Alter. Junge, was. Nein, Dennis, fahr nicht los. Was willst du? Das hat doch vorhin geholfen. Nein, Gefühl. Ja, Mann, ja, warum gehst du auch mit mir immer zusammen? Ja, GG, ich hab meine Box komplett gegeben. Ja, ist wieder seine Schuld. Blätten, natürlich. Ah, GG. Ich hab meine komplette Box gemisst. Weil du in dem Moment genau losgefahren bist, wo ich in meine Box rein wollte. Hallo? Digga, Mann! Contenance. Okay, was ist das Letzte? Ich hab's schon lange nicht mehr so per Hand gemacht. Das hab ich mir auf den Monitor gespritzt, ey. Oh, babe. Okay. Das lassen wir einfach so stehen, da möchte ich nichts zu sagen. Nee, da möchte ich... Nee, da sag ich nichts zu.